Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge vom Let's Play Democracy 3. Auch diese Folge stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. In dieser Runde haben wir jetzt noch 25. Ich glaube, wir hatten noch nicht viel eingeführt. Also, wir haben noch diese Legislaturperiode. Wir hatten nur zwei Amtszeiten. Das heißt, hier bis zum Ende müssten wir kommen. Ich meine, unsere Umfragewerte sehen wirklich großartig aus. Auf jeden Fall, wenn wir Democracy 3 wieder anfassen, gehen wir mit der Schwierigkeit hoch. Ich habe aber keine Ahnung, inwieweit das dann unsere interessanten Diskussionen beeinträchtigt und wir irgendwie von dem Sp uns das Spiel anfängt vor sich herzutreiben. Keine Ahnung. Vielleicht werden unsere Diskussionen einfach nur ein bisschen anders. Jetzt können wir das ganz entspannt durchdebattieren, Wahrscheinlich, weil es ja. geht um das hier und dann haben wir vielleicht weniger Geld, mehr Stress. Faktoren, die da auftauchen, das ist auch nochmal spannend. Meine Politik muss sich auch immer wieder damit auseinandersetzen, dass es manchmal ein bisschen hektischer wird. Ja, aber im Moment sind wir ja auch in der Situation, wir kriegen den Unternehmensexodus nicht richtig eingehegt, der steigt jetzt schon wieder langsam an und an der Gewalt gegen Roboter sind wir auch so ein bisschen, Es ist auch die Frage, ob man manchmal Sachen auch einfach hinnimmt. Also zum Beispiel haben wir nur schon mehrfach irgendwie auch festgestellt, dass all das, was die Unternehmen gut finden würden, wir nicht wollen. Ja, das stimmt, ja. Also irgendwie so dieses, na, dann ist halt so. Die Frage ist dann, was greifen wir dann als nächstes an? Unsere Arbeitslosenzahlen, ja, sind ein ganz klein wenig wieder gestiegen. Ach so, Förderung der ländlichen Entwicklung wird weiter Einfluss haben hierauf. Das ist schon mal schön. Ach, wenn das BIP steigt, dann hat das einen negativ, also dann steigen Arbeitslosenzahlen. Dieser Zusammenhang ist mir ein klein wenig schleierhaft, muss ich gestehen. Ja, auch gerade, außer ich weiß es nicht, das wäre jetzt reine Spekulation, ich weiß nicht, ob das irgendwie halbwegs logisch klingt. Vielleicht kann da ja jemand noch mal mit, vielleicht auch aus dem Chat nochmal mit unterstützen. Die Überlegung wäre jetzt, oder die These, dass das Bruttoinlandsprodukt unter anderem deswegen so hoch ist, weil wir relativ viele technologisch aufwendige und auch bildungsintensive Bereiche stützen. Und wenn dieses hohe Bruttoinlandsprodukt sich genau aus diesen Bereichen speist, dass wir einfach die Menschen mit den niedrigen Qualifikationen so ein Stück weit vergessen. Ja. Also als These, ich habe aber keine Ahnung, was denn da der wirkliche Zusammenhang ist. Also Ja. einfach nur, dass wir zu technologieintensiv sind. Und wir gleichen das ein bisschen aus mit der Arbeitslosenunterstützung. Dann könnte man überlegen, ob man die noch ein Stück weit hochschraubt. Aber da das ja dann wieder dazu führt, zumindest laut der Logik dieses Spiels, dass mehr Leute arbeitslos sind, bin ich auch unsicher. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so die nächste Runde machen, weil es gab noch ein, zwei Sachen, für die wir relativ viel politisches Kapital brauchten, dachte ich. Ja, das war. Nee, hier war das nicht. Recht und Ordnung hatten wir. Da hatten wir mal. Hier haben wir noch gar nicht in die Sachen reingeguckt, die super teuer sind. Torture Usage by Secret Services, um Gottes Willen. Machen wir mal nicht. Nee. Ban Entscheidungen. Homosexuality und Scheidungen will ich auch nicht verbieten. Geheimgerichte will ich auch nicht. General Media Censorship auch nicht. Ethnisches Profiling finde ich auch nicht so gut. Nee, Electronic Direct Democracy. Ja, das ist ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Da brauchen wir relativ viel politisches Kapital, um das einzuführen. Mandatory Microchip Implant, um Gottes Willen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt so ein paar Runden auch durchspielen wollen und gucken wollen, wie sich Sachen entwickeln, können wir auch was nicht viel kostet, aber dafür viel politisches Kapital braucht, so wie das hier auch einfach mal machen. Das stimmt. Also sparen wir auf Electronic Direct Democracy, finde ich eigentlich schön, um zu gucken, wie
wie sich das anfühlt. Wir haben 25 drüber, wir kriegen 28. Das heißt 53. Habe ich das richtig gerechnet? Hilf mir mal, 30? Ja, 53. Und wir brauchten 55, ne? Ich glaube, ja. Das heißt, wir können auch gleich 2 Runden überspringen. Aber wir können ja nicht so viel ansparen. Genau, wir können nicht so viel anfangen. Geschwindigkeitsüberwachungskameras ist eine Einnahmequelle. Erfindungsgeld. Die Autofahrer mögen es nicht. Aber relativ wenig, genau. Aber dann würde ich doch sagen, ja? Ja, finde ich gut. Dann machen wir das doch. Ja. Dann in der nächsten Runde und danach müsste sich's ja langsam ausgehen. Wissenschaftliche Entdeckung. Jahrelang haben wir uns gewundert, weshalb die Wissenschaftler derart viel Zeit in unterirdischen Tunnels verbringen und untereinander über Quarks und Mesonen schwatzen. Aber heute wurde dazu eine bedeutende wissenschaftliche Entdeckung bezüglich neuer Elementarteilchen, Collider und sonstigem physikalischen Hokuspokus bekannt gegeben. Also, ich bitte euch, ja. Es stimmt zwar, dass Teleportation und Hyperraum noch nicht zu unserem Alltag gehören, aber es ist trotzdem eine gute Nachricht für die Hightech-Industrie und ein hervorragendes Ergebnis für die besten ausgebildeten Arbeitskräfte. Patriot findet es gut und das BIP kriegt einen leichten Boost. Das ist schön. Das ist schön. Ja, BIP ist. Wir sind jetzt hier tatsächlich mit dem BIP im Grünen. Das ist krass. So, jetzt war erstmal unsere festgesetzte Gedingsi. Das war hier. Da. Geschwindigkeitsüberwachungskameras implementieren. Autofahrereinkommen, ja, aber da haben wir eben auch was für getan, für das Autofahrereinkommen. Autofahrer finden es nicht so gut. Eltern ja, und Gesundheit. Familie dann das Einkommen als Start. Genau. Da würde ich doch mal sagen, so eine Mittelnummer, oder? Ein bisschen weniger noch. Ja, ich finde übrigens auch hier die Logik wieder total spannend. Wenn die Leute sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden, würden sie auch nicht ihr Geld verlieren. Ja. Also, wessen Problem ist das jetzt? Interessanter Ansatz in der Logik des Spiels, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, ein klein wenig Gewinn für uns, machen wir. War teuer. Jetzt gucken wir mal gerade auf, wie die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft steigt weiter und unser BIP ist überproportional dazu gestiegen und so auch unser Überschuss. Unser 22. Ja, tatsächlich. Und dann können wir eigentlich auch schon fast wieder in die nächste Runde gucken, oder? Ja. Lass das mal machen. Zack. Ein Dilemma. Wohnungsbau. In unserem Land herrscht Wohnungsnot und die Regierung steht unter Druck, die Wohnungsbaugesetze zu lockern und zu erlauben, dass auf dem bisher eingeschränkten Grüngürtel gebaut wird. Wohnungsbaugesetze lockern. Die Wohnungspreise steigen viel schneller als die Löhne, und das ist vor allem auf den Angebotsmangel zurückzuführen. Langfristig gesehen besteht die einzige Lösung darin, mehr Wohnungen zu bauen. Es hat keinen Sinn, Wohnungen dort zu bauen, wo es keine Arbeit gibt. Und wenn das heißt, dass wir auf einen kleinen Teil des Grüngürtels bauen müssen, dann ist das eben der Preis, den wir dafür zahlen müssen. Die baulichen Beschränkungen beibehalten. Es gibt immer Druck dafür, neue Wohnungen im Grünen zu bauen, denn für die Wohnungsbaugesellschaften ist es billiger und einfacher, dort zu bauen. Es gibt genügend unbenutzte Gelände in den Städten, die verwendet werden sollen, bevor man Zuflucht in ländliche Gebiete nimmt. Eine plötzliche Expansion in den Grüngürtel würde entsetzliche Auswirkungen auf die ländliche Gemeinschaft haben. Beide Argumentationen finde ich an dieser Stelle irgendwie, mir fehlt viel zu viel Information. Weil ist es tatsächlich so, wenn ich das vergleiche, München, Hamburg haben einfach keine Freiflächen innerhalb der Stadt oder Köln. Berlin schon, aber Berlin ist so groß, dass man, ich meine, die ganze Tempelhofer Feld, also beide Argumentationen sind jetzt nicht dafür gemacht, dass ich sagen würde, oh, ich weiß sofort, was ich machen würde. Was wäre denn ein Argument, was dich überzeugen könnte? Sowohl im einen als auch im anderen Bereich.
Ja, das ist eine total gute Frage. Erstmal ist Grüngürtel ganz schön verwaschen, oder? Also ich meine, das ist, glaube ich, mein Eingangsproblem. Also, wie sieht der Grüngürtel aus und warum ist der geschützt? Also, welchen Grund gab es vorher für die Beschränkung? Genau, ist es ein Überflutungsgebiet von einem Fluss, also wo man Beispielsweise. vielleicht nicht bauen sollte? Das ist so eine Debatte, die es jetzt, nachdem die Gebäude gerade gebaut werden, in Halle gibt. Oh, Auch tatsächlich. schön. Ja, ist ein bisschen spät, aber gut, dass man diese Debatte jetzt führt. Aber ich weiß es auch nicht. Also, was ist ein Grüngürtel? Warum ist der geschützt? Das ist so der eine Teil. Dann auch für mich die grundsätzliche Frage, ob Wohnbaugesetze der richtige Hebel für das Problem sind. Ja. Oder ob man dann vielleicht doch nochmal ganz anders diskutieren muss. Und das, was in einer dieser anderen Policy-Vorschläge war, beispielsweise das Verbot von einer zweiten Wohnung. Ja. All das sind Sachen, mit denen man das regulieren kann, wenn man das möchte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses relativ einfach gestrickte, also grundsätzlich würde ich es nicht lockern, aber. Meine Intention wäre jetzt tatsächlich auch ein klein wenig in der Spiellogik bleibend. Wir haben sehr viel für die Umwelt getan und wir haben den Fonds für die Auswirkungen von Naturkatastrophen. Das heißt also diese Überflutung. Ich meine, es ist natürlich scheiße, wenn wir große Wohnungen bauen, da wo was überflutet wird. Aber wir sind, was das angeht, finanziell einigermaßen gut abgesichert und wir tun was für die Umwelt und auch für den Klimaschutz. An der Stelle würde ich jetzt dazu tendieren, Wohnungsbaugesetze zu lockern. A, ich denke, es ist ganz gut für die Wirtschaft und da haben wir ein Problem. Aber es ist gleichzeitig auch gut für arme Mietpreise und so weiter und so fort. Und ich habe eher den Eindruck, dass wir schon sehr viel für Richtung Umwelt getan haben, dass wir an dieser Stelle vielleicht, wenn das Argument Umweltschutz und Erhaltung des Grünen ist, dass wir uns da so eine singuläre Entscheidung wie bei so einem Dilemma erlauben können, da was zu lockern. Das ist das erste Mal, das Premiere, ich sehe es gänzlich anders als du. Okay. Mit dem, eigentlich aus dem, vor dem gleichen Hintergrund. Wir haben relativ viel gemacht für diesen ganzen Bereich Umweltschutz und so. Und Und warum ja, es wir jetzt haben jetzt, kaputt machen? genau, So. jetzt bauen wir uns zu. Und jetzt lockern wir das und in jeder Kommune kann vom Prinzip in diese Flächen, die wir irgendwie brauchen, damit unsere Umwelt nachhaltig geschützt wird, da bauen wir jetzt, was weiß ich, für Wohnungen hin. Möglicherweise schöne Eigentumslofts oder so, aber vielleicht wird es ja auch sozialer Wohnungsbau, keine Ahnung. Ja, Und das das weiß wäre man hier so, nicht, ne? also bei uns haben wir viel Eigentum. Hm. Wahrscheinlich auch nicht anders, in der einen oder anderen größeren Kommune auch nicht. Mein Ansatz wäre zum Beispiel hier dann einfach tatsächlich eher diesen ländlichen Raum und die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs auch in die ländlichen Räume sich anzuschauen, den Digitalausbau zu fördern, Hubs vor Ort in ländlichen Regionen oder in kleine und Mittelzentren von mir aus auch aufzubauen, wo die Leute auch quasi direkten Zugang zum Internet haben, wenn sie zu Hause nicht arbeiten können. Also es gibt ganz, ganz viele andere Überlegungen, die man ansetzen könnte oder die man vielleicht auch diskutieren könnte. Und ich möchte nur ungern unsere tollen Dinge, die wir jetzt erreicht haben im Bereich Klimawandel, damit kaputt machen. Ich würde deiner Argumentation an der Stelle folgen. Wir haben schon so viel erreicht. Warum sollten wir es hier an dieser Stelle jetzt plötzlich anfangen einzutauschen? Obwohl ich aus dem Chat Stimmen lese, ja, könnt lockern, habt schon sehr viel für die Natur getan, würde ich jetzt deiner Argumentationsweise an dieser Stelle folgen. Weil die gefällt mir besser. Weil mein Ausgangspunkt mit meiner Argumentation, die Lockerungen zu wählen, war von der Spielmechanik her gedacht und du nicht und deine Argumentation klingt toll, deswegen würde ich die jetzt nehmen. Ich finde es total schön, dass wir so Wert auf Argumente legen. Das Ja? gefällt mir
total gut und irgendwie auch anerkennen, wie vielfältig beeinflussbar so politische Entscheidungen sind. Und tatsächlich ist, guck mal, Arbeitslosenzahlen sind runtergegangen. Hier haben wir einen roten Fall. Aber wir sind jetzt zum ersten Mal überall im Grünen. BIP ist weiter gestiegen. Sehr schön. Wundervoll. Wir gucken, was? Den Überschuss an. 44. Und wir haben auch relativ viel Schulden schon wieder abgebaut. Ja, und die Weltwirtschaft steigt. Das BIP steigt auch. Dementsprechend gehen unsere Einnahmen hoch. Abgefahren. Wie sieht's hier aus? Das sinkt. Oh. Naja, weil die Arbeitslosenzahlen gesunken sind. Sehr schön. Das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsentwicklung war echt der Schlüssel. Ja, tatsächlich. Und es dauert. Und hier sind wir wenigstens nicht wieder am Ansteigen, sondern stagniert. Es ist immer noch doll, aber ja. Abgefahren. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal kurz auch noch rechnen. Wir brauchen 55 politische Kapitaleinheiten. Genau. Wir haben jetzt 43. Direkt in die nächste Runde können wir nicht gehen, weil wir nur 58 maximal haben dürfen. Das heißt, wir können noch ein bisschen was ausgeben. Genau, wir können noch ausgeben. Wir brauchen, ich muss abends, muss ich... schriftlich rechnen. Ja. 47. Wir brauchen 27. 27 plus. Ja, 27 plus 28 wären. Oh, wir kriegen sogar 29. Also wir brauchen in der nächsten Runde. Wir müssen jetzt, wir dürfen bis maximal 26 ausgeben. Okay. Also auf 26 runter. Das heißt, wir können 17 ausgeben. Dann gucken wir mal, wollen wir mal bei Wirtschaft gucken? Ja. Verbraucherrechte finde ich eigentlich auch immer gut. Von denen haben wir uns immer so ein bisschen gescheut, weil sie, glaube ich, auch nochmal den Lebensmittelpreis und sowas haben ansteigen lassen. Ja, und der sinkt jetzt gerade, weil wir die Wasserkrise überwunden haben. Genau, da könnten wir, müssen wir nicht, aber das wäre sowas Nettes. Ja, es ist super günstig. Es ist super günstig von den Ausgaben her. Können wir mal machen. Es wird wahrscheinlich der Wirtschaft nicht so richtig gefallen, aber ich finde das eigentlich sehr gut. Also, Kapitalist mal wieder, freiberuflich, Liberale finden es gut. Das BIP nimmt ein klein wenig, einen kleinen Schaden von Verbraucherrechten, aber das können wir, das ist gestiegen. Ja, das können wir verschmutzen. Genau. Automatische Rückerstattung ist das hier, glaube ich, würde ich jetzt mal raten. Automatische Rückerstattung. Ja, würde ich so ein bisschen höher an, höher ansiedeln. So, und dann haben wir Verbraucherrechte. Das ist auch nichts, was jetzt unserem Unternehmensexodus hilft, aber... Nee, ich glaube, und dann sind wir bei 29, wir müssen 26, ich glaube, wir kriegen für 3 nichts mehr gewuppt. Das heißt... Jetzt machen wir nicht so Horstig. Horstig korrigiert mich gerade. Ich habe anscheinend ein bisschen falsch gerechnet, aber das ist egal. Arbeitslosenzahlen gehen weiter runter und wir haben ein neues Dilemma. Gesetz zum öffentlichen Wegerecht. Ein großer Teil unserer ländlichen Gebiete befindet sich nach wie vor in privater Hand und der Zugang dazu wird von den Besitzern eingeschränkt. Es wird aktiv dafür plädiert, Gesetze zu erlassen, die die Eigentümer der Ländereien zwingen, Wandernden und Spaziergängern Zugang dazu zu erlauben, damit sie die Landschaft innerhalb bestimmter Regeln genießen können. Dieses Gesetz blockieren. Privatbesitz ist Privatbesitz. Das ist die Grundlage von Privateigentum und Kapitalismus. Wenn die Eigentümer den Zugang zu ihrem Land einschränken wollen, liegt das ganz an ihnen. Das ist nichts anderes als ein oberflächlich getarnter Versuch des Klassenkampfes von missmutigen Sozialisten. Gesetz befürworten. Es ist verrückt, dass es so viel offenes und oft völlig unbenutztes Land in privater Hand gibt.
wo doch unsere Städte so überfüllt sind. Dieses Gesetz wird unserer Bevölkerung erlauben, die Schönheit unserer Landschaft zu genießen, während die Landbesitzer ihr Eigentumsrechte und Eigentumsprivilegien beibehalten. Es ist ein guter Kompromiss. Ist es gerade deswegen nicht so richtig klar? Wandern und Spaziergängern Zugang zu erlauben, ist, glaube ich, so ein bisschen ein Schlüssel. Und mir ist es auch nicht ganz klar. Reden wir da über Wege, die es, keine Ahnung, schon immer gab und schon immer, wobei immer irgendwie eine Zeitspanne X sein kann, je länger es als 10 Jahre, irgendwie von Anwohnern oder Besuchern genutzt wird, keine Ahnung, so ein Spazierweg, der um den See führt und dann kauft jemand ein Seegrundstück und man kann dann dort diesen Weg nicht mehr benutzen. So, dann könnte ich diese Argumentation verstehen. Oder reden wir darüber, dass irgendwer sagt, oh, jetzt bauen wir hier einen Wanderweg lang und es tut mir leid, dass dein Eigentum da im Weg ist, da musst du jetzt durch. Ja, ich glaube, also ich glaube nicht, sondern es geht um den Zugang und ich denke, ich kann mich nur sehr dunkel erinnern. Ich glaube, in Deutschland haben wir tatsächlich ein Gesetz, was sich mit Wegerecht beschäftigt, dass du beispielsweise, wenn du einen Wald besitzt, dass du den nicht komplett absperren kannst, sondern dass bestimmte Wege, wenn da ein öffentliches Interesse dran besteht, da gibt es dann irgendwelche Regelungen, muss in Tabellen gucken, wenn der so groß ist oder diese Ausdehnung hat, dann musst du gestatten, dass da irgendwie ein Weg durchführt. Also Wald ist sowieso echt ein abgefahrenes Thema. Ich komme vom Land, ja, ich kenne mich nicht wirklich mit sowas aus. Ich habe gefährliches Halbwissen, aber ich habe wenigstens schon mal davon gehört. Aber ich denke, es gibt sowas, dass du halt tatsächlich, und ich würde sagen, ich halte mich jetzt gerade an diesem, um überhaupt eine Beurteilung machen zu können, halte ich mich gerade an dem bisschen fest, Wanderer und Spaziergänger Zugang dazu erlauben. Ich sehe hier nicht, dass hier durch eine schöne Blumenwiese ein fetter Weg planiert wird oder sowas. Deswegen würde ich jetzt eher Gesetz befürworten sagen. Also, aber das ist auch eine Müh-Entscheidung gerade. Ich kann deiner Argumentation total folgen. Vor allem, weil wir nicht so richtig wissen, was die Grundlage des Problems ist. Also das ist halt nicht so richtig beschrieben. Ja. Und dadurch können wir jetzt auch gerade nur so bedingt sagen, was da jetzt gut ist oder nicht. Und ich finde, dein Ansatz, der erschließt sich mir, das ist logisch aus dem Grund. Ja, im Chat wird gerade gesagt, kenne Wegerecht eher als Zugang zu bestehenden Objekten. Ja, ich glaube aber, also ich habe hier im Verdacht, dass hier ein bisschen was in der Übersetzung verloren gegangen ist. Aber das Schlüsselwort für mich ist Wanderer und Spaziergänger. Und deswegen würde ich sagen, ja, man kann da, also unten in der Argumentation, hier ist es so, diese Begründung ist fundamentalistisch geprägt. Hier unten wird von einem Kompromiss gehalten und dem Kompromiss würde ich eher folgen. So, das auch nochmal so. Okay. Dann machen wir das mal. Und die Arbeitslosenzahlen sind runter. Um Gottes Willen, ey. Und der Überschuss. Oh mein Gott. Nur noch ganz kurz. Das zeigt auch nochmal wieder auch unser Gespräch jetzt, wie wichtig es ist, gut zu formulieren, wenn man Politikvorschläge macht. Ja. Also, falls sich jemand tatsächlich mal damit auseinandersetzen möchte, guckt euch eine Bundestagsdebatte an und achtet nur auf die Argumente. Das ganze Brimborium, ringsum, Beleidigungen, alles Mögliche weg, sondern einfach nur den Argumenten zuhören, was denn da eigentlich gesagt wird. Und dann wird es erstaunlich interessant und spannend. Ja. Und manchmal auch amüsant. Aber nur manchmal. So, unser Überschuss ist gewaltig. Wir haben 58. Okay. Das heißt, wo waren wir? Recht und Ordnung. Wir konnten Electronic Direct Democracy. Genau. Aber wir haben auch so viel Geld. Das ist Wahnsinn. Ich finde es gut, dass wir jetzt gerade mal Schulden abbauen können. Ja. Also implementieren wir. Alle finden es gut. Öffentliche Bedienstete finden es nicht so gut. Geht zurück. Anzahl der öffentlich Bediensteten geht leicht zurück. Liberale und Jugend finden es gut, Pensionierten nicht so. Das ist ja spannend. Hier haben wir auch wieder so eine
Das lässt sich auch gut erklären eigentlich. Ja, finde ich auch. Ja. Ist total schlüssig. Pensioniert ist mit der Technik nicht so, wäre jetzt mein Ansatz. Wie wäre deiner gewesen? Na, ich würde bei den öffentlichen Bediensteten anfangen. Ja. Und ich würde anfangen bei der Zahl der öffentlichen Bediensteten. Der Ansatz hier ist, dass wir weniger Menschen brauchen, die diese ganzen Prozesse verwalten, weil wir mit digitalen Möglichkeiten das ersetzen. In der Praxis ist das Quatsch. In der Praxis wird man feststellen, dass wir eher noch mehr Leute brauchen, damit das einerseits gut bedient wird, damit es aber auch schon gut konzeptioniert wird und damit es dann tatsächlich eingespeist wird in politische Prozesse. Also faktisch ist es anders, als das Spiel denkt, dass es ausgeht. Ja. Aber damit erklärt sich auch wieder, warum die öffentlichen Bediensteten das grundsätzlich nicht so gut finden. Genau. Und bei den Pensionierten ist ein Ansatz, den ich mir auch gut vorstellen kann, dass einfach hoher Technik und so viele Dinge, mit denen man auch erstmal umgehen können muss. Und das ist auch echt nicht so einfach, um die ganzen technischen Geräte, die notwendigen Geräte zu haben. Auch da wieder, ich war letztens in einem Markt für digitale Geräte, für solche Geräte, mit denen man so ins Internet gehen kann und so Sachen. Und da war ein Rentnerpaar und die waren dabei einzukaufen und wussten aber gar nicht was und sie konnten, haben es auch nicht geschafft, dem Verkäufer zu erklären, was sie eigentlich wollen, weil sie daran schon scheitern. Ja. Verständlicherweise, weil es da einfach kaum jemanden gibt, der das übersetzen kann. Also das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir mal so auf politische Beteiligung gucken, ist nicht nur die Teilnahme an Wahlen, sondern auch grundsätzlich politische Beteiligung über viele Jahre immer etwas gewesen, was die ältere Bevölkerungsgruppe eher gemacht hat, weil die vielleicht mehr Zeit hatten oder so. Ja, beziehungsweise da wird ja auch, da gibt es von ganz vielen Parteien ja auch Initiativen, dass da gemeinsam zum Wahllokal gefahren wird, dass Busse organisiert werden und so eine Scherze. Also da gibt es ja auch noch die Bindung an die Parteien noch stärker, wollte ich damit sagen. Naja, das kommt drauf an, über welchen Landkreis, in welchem Bundesland wir reden. Guter Punkt. Mein Blick ist aus NRW, wo ich aufgewachsen bin. Also ich war vor 3 Jahren im Rahmen des Forschungsprojektes, da haben wir unterschiedliche Ausstellungsversammlungen begleitet für die vor der letzten Bundestagswahl war das. Mhm. Und da waren wir in einem Kreisverband in Niedersachsen und die haben halt eine Basketballhalle voll bekommen und die war wirklich proppevoll. Und dann hat man andere Kreisverbände in gänzlich anderen Regionen, da sitzen gefühlte 10 Leute am Tisch. Von einer politischen Partei? Genau. Okay. Und das war an der Stelle sogar die gleiche Partei, nur in einem anderen Bundesland und in einem anderen Gebiet. Insofern weiß ich nicht, wie stark die Parteienbindung ist, wenn wir uns ganz Deutschland angucken. Ich glaube, ja, das müssen wir ein Stück weit. Das kann man nicht so generalisieren, ja. Ich wollte noch einen Punkt machen zu den öffentlichen Bediensteten, die du gesagt hast. Besonders zu dem Fakt, es werden weniger öffentliche Bedienstete, weil hier was einfacher gemacht wird. Dem stimme ich vollkommen zu und ich kann das auch mit Literatur belegen. David Graeber, The Utopia of Rules, ist ein großartiges, ist im Prinzip ein Sammelband von Texten von ihm. Da drin kommen so Worte vor wie institutionalisierte Gewalt, wird beschrieben und hinten ist ein großartiges Essay drin darüber, warum Batman eigentlich der Böse ist. Ich kann dieses Buch nur empfehlen. David Graeber schreibt eh ganz tolle Bücher, aber da sieht man, da gebe ich schon einen Hinweis darauf, wo ich meine politische Bildung her habe. Oder meine politische Überzeugung, nicht meine politische Bildung. Wir sollten noch einen Buchclub aufmachen. Parallel. Ja, vielleicht. Nee, reiner Zufall, ich habe hier nicht wirklich sehr aufgeräumt. Der Boden liegt voll und das lag hinter mir und daran habe ich mich erinnert, deswegen dachte ich, ich hebe es auf. Welches? Emily in Douglas Adams Raumschiff Titanic. Also um genau zu sein, Terry Jones. Aha. Das hat durchaus auch politische Aspekte. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!